Heinsberg-Oberbruch. Am Donnerstagabend, den 25. Oktober 2018 gegen 18 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Tannenweg alarmiert. Hier brannte der Dachstuhl in einer Doppelhaushälfte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und versuchten ein Übergreifen auf das Nachbarhaus zu verhindern, was auch weitestgehend gelang. Wie es zu dem Feuer kam, ist zur Stunde noch unbekannt. Jetzt.